Dann machen wir einen kleinen Sprung in die Zukunft zu einem anderen Video, was auch tatsächlich, naja, so ein bisschen an der Grenze ist. Haben uns auch viele Leute gefragt, ob wir das ernst meinen. Natürlich meinen wir das nicht ernst. Wir haben Wir wollten es erst, wir wollten es erst ernst meinen, aber dann haben wir auch gemerkt, so, das sollte man einfach nicht mehr ernst nehmen. das ist wahrscheinlich, das gibt's auch gar nicht mehr oben. Das ist exklusiv, weil ich hab das privatisiert, das Video, weil das ist einfach so peinlich. Okay, let's go. Einfach mal selber anschauen, ne? Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Tutorial, wie man eine Man Kokosnuss sieht es macht. eigentlich schon im Das ist unsere Hintergrund. neue Serie Kochvideos. Ja, das erste Loch haben wir schon gebohrt. Das erste Loch haben wir schon gebohrt. Aber wir sind ja Und ehrlich Odin, der und wieder alles uns wiederholen mal muss. einen kleinen Ja, mach mal Ausflug ganz zeigen, kurz eine zu. kleine Kochprobe gemacht. Mach mal kurz. Vor allem, wir kommen zu unserem ersten Video, wie man eine Kokosnuss öffnet. Das impliziert ja quasi schon mehrere Videos, wie man Kokosnuss öffnet. Also schon wieder Nonsens. Ah, vor allem, die Idee hatten wir, glaube ich, in Ethik gehabt. Und da sitzen so Nee, hin. nicht mal. Nein, pass auf. Die Idee hatten wir, wo wir von der Schule zurückgelaufen sind. Wir waren gerade bei den Garagen so. Und du so, ich hätte eigentlich schon Bock auf eine Kokosnuss. Ja, und lass mal Und eine Kokosnuss kaufen und das jetzt als Video machen. Das ist dann. voll Das ist gut. aber erst auf dem Weg zum Laden dann. Ja, Kam genau. es wieder irgendwie. Und dann wollten wir das erst serious nehmen. Und dann haben wir so gemerkt, so, nee, das klappt nicht. Das haben wir. Hat's Nee, eigentlich nee, auch nee, schon nee, nee, gesehen. nee, 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 nee. Wir haben das serious genommen. Also ich habe serious genommen. Und Bis. bis der Max dann. Na gut, ich sag jetzt nichts, aber bis dann der eine zu uns kam, hat gesagt: Ja, habt ihr das eigentlich ernst gemeint im Video? Und wir gucken uns so an, eigentlich so: Ja, schon. Und haben gesagt: Nee, natürlich nicht, es war nur so ein Joke-Video. Oh Mann, Alter, ihr werdet es doch Trotz sehen, der warum. Aktion mit dem Hammer habe ich es nicht mehr ernst genommen. Aber das sieht man gleich. Ich nehme da nichts mehr vorweg. Wir müssen aber zwei Löcher reinbohren, denn die Luft muss auch entweichen, genau, sonst die Luft kommt da ja, nicht viel ist raus. Jetzt können Physiker. wir hier eine Stunde hocken und das Ding aufmachen. Mal gucken, Was haben wir ja. trotzdem gemacht? Ah, das war das einzige Video, was Drei wirklich Knoten geschnitten sind war. die, also sich an der einen Seite befinden, muss man auf jeden Fall aufbauen. Dazu eignet sich am besten so ein schöner Korkenzieher. Korkenzieher, genau. Carmen wollte es Genau. vorher erst mit seinem Korkenzieher vom fucking Taschenmesser machen. Vor allem, wie ich denn das Ja. Ding so reinzeige. Erfolge, wir sind zu sehen. Folge sind zu sehen, auf jeden Fall, Oh ne? Mann, Alter. Andere Leute öffnen eine Kokosnuss in 30 Sekunden und wir machen Exakt. uns kompliziert und machen eine eigene Wissenschaft draus. Sollte ein Loch drin sein, dann werden wir es jetzt mitbekommen. Ja. Kein Loch drin. Es ist einfach so dumm, es ist einfach so dumm. Vor allem Kochtutorial, Alter, und nicht, wie mache ich das überhaupt auf? Ja. Uff. Auf jeden Fall Mit dem Bohrer geht's dann doch. ein In Bohrer. das Loch. Zu vergrößern. Nein, auf der Bohrmaschine nehmen müssen. Wie sollte das Ganze hier einfach? Das wäre noch dümmer gewesen. Wir arbeiten uns vor. Oh Mann. Das ist so dumm, Alter. Andere Leute hätten das schon längst gegessen. Ich sag mal so. Machen wir kurz Pause. Okay. Also, ich finde das ja vom Prinzip her jetzt nicht so schlimm. Also ich muss für mich sagen, ich habe das wirklich serious genommen, so ich lade das dann so hoch und da habe mir keine geile Platte drum gemacht, dass es eigentlich vielleicht ein bisschen komisch kommen würde, wenn wir einfach versuchen, eine Kokosnuss zu öffnen, schreiben im Titel, wie öffnet man tatsächlich eine Kokosnuss und dann noch Kochtutorial. Oh mein Gott, das ist einfach unter dem Betrachtpunkt, dass es einfach nicht geschissen bekommen haben, dass wir es nicht geschissen bekommen haben, ist schon echt einfach nur dumm. Ja. Einfach weiter schalten. Und diese ganzen Mistrace, wo wir die alle drinnen gelassen haben. Wo ist der Ja, wir Mehrwert da brauchen drinnen? irgendwas, um das Loch zu vergrößern, weil es kommt nicht genug Luft rein. Wir haben es dann gemacht. Ja, pass auf. Ich weiß ja genau. Mit dem Schlitz. Wir haben jetzt hier einen größeren Schraubenschlüssel, mit dem soll es gleich gehen. Schraubenschlüssel also. Das ist ein Schlitz. Schrauben. Dreher. Ja. Und ja, ich das Ding noch in der Hand rein. Das Aber wollte dieser das Ding Kommentar auch nicht. wieder so random, so. Ich bin in der Kugel drin, wie kann ich mir das in die Ja. Hand reinjagen? So. Man sieht, größer. Man sieht es eben nicht, aber Und ist okay. jetzt sollte es aufgehen. Sieht man das? Dann sehe und staune. Uff, das hat sogar wirklich funktioniert. Ja, krass, gell? Das war relativ Jetzt lecker muss sogar. schön alles rauslaufen. Mal schön zu Das den war's auf dem Sachen, was wir im die Geschmack noch rein. beschrieben haben. Ja. So, jetzt haben wir erstmal das. Die nächste Frage ist dann auch erstmal, wie schmeckt die Kokosmilch? Und wie kriegen wir den Rest der Kokosnuss raus? Ja, nicht hochzoomen. Schmeckt wie Kokosnuss.
Geil. Captain Obvious. Schmeckt wie Kokosnuss. So, dann machen wir gleich weiter. Nach einem kurzen Cut. Wir wissen jetzt, wie wir es aufmachen. Einen Namen in der Hand nehmen. Wir wissen jetzt, wie wir es aufmachen. Ja, als ob wir da so ein Buch gelesen haben, so. Hauptsache, wir wollen es den Leuten beibringen, so. Genau. Wo, dein Vater stand auch mit dahinter, gell? Nee, da kam dann das Spiel dazu, wo wir den Hammer schon hatten. Der Satz kommt gleich noch, da gibt es da noch mehr dazu zu erzählen. Dazu. Hier ist eine, da ist eine, da ist eine. Die sieht mir ganz gut aus. Ich kann noch ein bisschen meine Küchenrolle geben. Ah, sag, du willst in der Hand aufschlagen, gell? Ich glaube, es ist einfach so viel. Ja. Oh Mann! Du wolltest es auf einen teuren Küchentisch aufschlagen, das ist auch nicht besser. Man hätte sich eigentlich ein Brett nehmen sollen, der ordentlich ist. Ganz kurz, Alter, das ist absolut dumm. Ja, das klappt nicht, ich muss mal ein bisschen weiter hinten anfassen. Alter. Das klappt auch nicht. Soll ich mal machen? Das klappt auch nicht. Komm, wenn du probier noch einmal mit einer anderen Naht und dann einfach nur wie machen. Ha, aber also, ganz kurz. Kannst du mal kurz Stopp machen? Also so als Comedy-Video wäre es gut gewesen, muss ich sagen. Also weil das ist ja einfach so sinnlos. Auch so, also und dem, wenn das halt nicht so serious gemeint wäre, dann wäre das echt lustig gewesen. Ja, machen wir weiter. Man muss dazu sagen, das war nicht mal der Uli dann. Mein Vater kam dann und hat dann gesehen, was wir da machen, und hat sich gedacht, so jetzt mach ich mal ordentlich mit dem Hammer drauf, und dann ging das Wasser noch einmal offen. Ja. Das Lustige ist ja, wir haben uns davor ein Internet-Tutorial angeguckt, wie man sowas macht. Ja, und... dann noch dieser Scheiß, Applaus. Scheiß Applaus, ey. Es wäre cool gewesen mit dem Applaus so, aber nicht mit der Intention, das ernst zu nehmen. Ganz kurze Sache dazu noch, wir haben ja dann die Schale entfernt, gell, und ich habe mir dann, sieht man das? Ne, sieht man nicht mehr. Ich habe mir dann mit so einer scheiß Kokosnuss-Schale so tief in die Hand reingebohrt, es hat richtig doll geblutet danach noch, also auch wieder richtig professionell. Das Standbild, wie ich in die Kamera reinklotze. Oh. Wo den hier richtig Effort reinsteckt. Ich glaube, das sieht man auch noch. Das sagst du auch nochmal. Jetzt hier, genau, das war da. Das hat richtig weh getan. Oh, das will ich so. Ah, fuck, ja. Alles gut. Sag ich das noch? Das sagst du noch. Ich hab da einen aufgeregt. Na egal. So. Wann? Sehr gut, das ist der nächste Schritt. Was? By the way, er tritt auch dann diese Schicht hier oben mitessen, das ist kein Problem. Solange die fette Schale ab ist, ist alles super hier. Ja, also, das hätte ich echt nochmal sagen müssen, weil sonst hätten das alle nicht gemacht. Ja. Das hätten wir noch extra. Ganz kurz, nochmal kurz eine Pause. Die Musik ist auch viel zu laut, ey. Also, man hört mich ja gar nicht. Man muss ja schon wirklich genau hinhören. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Geht gleich noch weiter mit dem Verzehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Okay, dann Teil hier in der ganzen Sache. Dann muss ich mal schön gönnen. Oh Mann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh, das ist so dumm. Oh Mann, ey. Ja gut, dann dazu. Guck mal, wenn du mal hier schaust, wie schön das eigentlich ausschaut, die haben die wahrscheinlich aufgesägt oder so. Und wir hauen da mit einem Hammer drauf. Also wenn das wirklich so gewesen wäre, wäre cool gewesen. Aber so ist es halt wirklich einfach nur sinnlos und... Na, das war unser Weg wieder. genau. Gut, dann machen wir noch ein Video, würde ich sagen. Genau, geht's weiter gleich.